So, diese Studie hier ist Alda von Abe. Sie ist eine Tochter von Alba von Sutraskottegri, ein Sohn von Glaudur von Saudakokin. Und ihre Mutter ist eine Tochter von Sörti Saudakokin. Sie ist 12 Jahre alt, war einige Zeit bei uns hier im Training. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie damals sogar Sportklasse A 5-Gang qualifiziert war und 1-1 auch, ich glaube ja. Also wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Danach ging sie in die Zucht rein, hat mehrere gute Fohlen gebracht und ist jetzt seit ganz kurzem wieder ohne Fohlen. Also das Fohlen ist gerade abgesetzt. Die ist seit, ich weiß nicht genau, seit circa 2-3 Wochen bei uns sozusagen im Training. Training heißt, dass wir eigentlich nur spazieren geritten sind mit ihr. Und dann mal so ein bisschen angefangen haben, sie wieder laufen zu lassen. Pass ist sie in der ganzen Zeit noch nicht einmal mehr gelaufen, weil wir einfach sie erst allmählich wieder so ein bisschen in Form bringen wollten, was bisher ja auch nur ansatzweise gelungen ist. Aber da braucht sie halt eben auch noch eine Zeit für. Und war, wie gesagt, eine Elite geprüfte, sehr gute Stute mit viel taktklarem, spulenden, sehr sicherem Tölt. Sprich, 1-1 sehr hoch bewertet und auch 5-Gang. Und dann, wie gesagt, mehrere Jahre nur Zuchteinsatz. Und jetzt muss einfach mal schauen, wie es jetzt wieder aussieht. Kurze Zeit hier bei uns im Training, so ein bisschen wieder soweit möglich, ein bisschen Form antrainiert und hat eben seit Jahren nicht einmal mehr Rennpass gelaufen, wegen Zuchteinsatz und vorsichtigem Aufbautraining wieder. Und ich werde es jetzt reiten und werde nachher auch mal schauen, wie es mit Rennpass denn dann aussieht, ob da noch was geblieben ist, ob sie alles verlernt hat oder durch die Pause besser geworden ist. Wir werden es sehen. Also eine rundrum, kann man sagen, fertig gerittene, aber wenig trainierte Stute. Ganz solides Pferd. Sehr, sehr fleißig. Also schon ein Pferd nur für einen Reiter, der auch Spaß an einem sehr lebhaften, aber auf gar keinen Fall verrücktem Pferd hat. Aber sie ist schon so, wenn man sie draußen im Gelände auch reitet. Also sie will schon die ganze Zeit, so wie jetzt auch hier im Schritt, sie will schon immer gut vorwärts gehen. Aber niemals so, dass man da jetzt Bedenken haben muss, dass man sie eventuell nicht gehalten bekommt oder so. Auch ihr muss man natürlich ein bisschen Zeit geben, jetzt mal innerhalb von 2-3 Runden sich zu lockern. Ging gerade so ein bisschen steif los. Aber jetzt ist schon vorbei. Macht immer bitte das Band auf.
Ja, ich denke, man kann gut sehen, dass sie trotz ihrer längeren Pause auch noch immer recht gut geht. Gute Bewegungen hat, viel Takt, gut vorwärts geht. Oh. Leicht in den einzelnen Gangarten zu schalten ist. Zumindest für einen Fünfgänger einen recht ordentlichen Galopp hat. Man kann sie recht gut aufnehmen. Schenkelarbeit und all diese Dinge, dressurmäßige Arbeit, sind ihr doch bestens bekannt. Ist immer wieder ganz interessant zu sehen, dass die Pferde, wenn sie diese Lektion einmal gelernt haben, dann können sie jahrelang Pause haben und man sattelt sie das erste Mal wieder und sie sind direkt wieder da und kennen all diese Übungen noch. Ja, jetzt lasse ich so ein bisschen zur Ruhe kommen, dann schaue ich mal, wie es mit Rennpass aussieht. Wie gesagt, seit der Fohlenpause nicht einmal mehr probiert, also das letzte Mal Rennpass liegt jetzt einige Jahre zurück. Und wir haben es auch jetzt vor den Aufnahmen nicht probiert, weil, wie gesagt, es eigentlich in den letzten 2-3 Wochen nur darauf ankam, sie so allmählich wieder etwas mehr in Form zu bringen. Also ein bisschen tut sie so, als wüsste sie, was gleich kommt. Naja, da ist noch alles da. Oh, die ist besser als früher. Das macht Spaß. Oh. Ja, das war gut gewesen. Ja, Rennpass ist einfach eine Gangart, die kann man nur begrenzt trainieren. Die Pferde müssen die Entwicklung dafür haben, die müssen das Talent dafür haben. Und dann ist es nicht selten so, dass wenn sie etwas älter werden, der Pass mehr oder weniger von alleine kommt. Und also so wie ich sie in Erinnerung habe, ist sie eigentlich jetzt besser im Pass, als sie früher war. Mal mich so daran zu erinnern, dass sie immer früher auch ganz gerne mal so ein bisschen lange noch getöltet ist, bevor sie in den Pass reinging. Aber trotzdem, wie ich schon am Anfang gesagt, ich glaube sogar arg qualifiziert, also schon recht erfolgreich war. Was man sich auch vorstellen kann, wenn man es schafft, dass der Schritt was mehr zur Ruhe kommt, dann hat man ja 5 sehr gute Gangarten. Der Trab ist zwar jetzt völlig untrainiert, aber doch jederzeit leicht abrufbar und mit recht guten Bewegungen. Oh, also ein bisschen unsicher im Moment, aber das ist ja kein größeres Problem, das wieder etwas sicherer zu machen. Den Galopp hatten wir auch gesehen. Und es geht eigentlich vorwiegend darum, wenn man sie denn wieder in Richtung Sport trainieren möchte, was ich denke, was durchaus möglich ist,
muss man eigentlich nur in erster Linie gucken, dass man den Schritt was zur Ruhe bekommt. Denn mit dem Schritt, den sie jetzt gerade zeigt, da kann sie noch keinen Blumenpott mit gewinnen. Da muss sie ein bisschen ruhiger werden. Aber das ist ja alles eine Sache, die man doch trainieren kann, indem man den Pferden versucht beizubringen, dass in dem Moment, wo Schritt geritten wird, ob wirklich Ruhe und Ende ist. Und die genau wissen, wenn wir einmal einen Schritt reingehen, dann bleiben wir erstmal im Schritt drin und reiten mal vielleicht immer, wenn wir Schritt reiten, zum Beispiel 2 Runden Schritt. Und dann sieht man, so wie jetzt bei ihr auch, jetzt kommt die Ruhe rein, jetzt lässt den Hals was fallen. Und dann kann man schon, glaube ich, ganz schön erkennen, dass sie eigentlich auch einen ganz ordentlichen Schritt hat. Man muss halt eben nur das Temperament, nur in Anführungsstrichen, das Temperament so regeln, dass sie auch möglichst schnell dann wieder herunterschalten kann, was sie ja jetzt ganz hervorragend macht. Und dann ist das eben fürs Training wichtig, jetzt nicht zu sagen, oh prima, das war's und man rast direkt wieder los, sondern dass man sich selber dazu zwingt, mal dann auch vielleicht immer mindestens 2 Runden Schritt zu gehen, ganz egal wie schnell, wie gut er ist, dass man einfach das sozusagen fest einprogrammiert in sein Hirn, das Hirn des Pferdes, dass in dem Moment, wo Schritt geritten wird, ist erstmal Pause, Schicht und Ende. Und vor 2 Runden Schritt passiert nichts anderes. Und dann hat man eben hier, wenn es auf die Gerade kommt, gleich das Problem, dass sie dann wieder loszieht. Aber das interessiert mich ja nicht. Ich habe ja festgelegt, ich reite 2 Runden Schritt, also zumindest im Training, vielleicht jetzt nicht hier bei der Vorführung, es wird ja Film so lang, aber im Training ist es schon gut, einfach zu sagen, fix 2 Runden, und wenn sie so wie jetzt, obwohl sie da drüben ja guten Schritt gezeigt hat, wenn sie jetzt hier auf einmal wieder so hampelig wird, weil sie meint, das Rennen geht gleich los, dann geht man einfach hin und sagt, okay, aus den 2 Runden mache ich 4 Runden. Aber wenn man einmal auf 4 Runden sich entschieden hat, dann muss man auch dabei bleiben und dann reitet man seine 4 Runden. Und wenn man das konsequent beibehält, dann weiß das Pferd sehr schnell wieder, dass all das Rumgehample nichts nutzt, sondern dass, wenn einmal Schritt angesagt ist, dann bleibt man erstmal auch dabei. Okay, das vielleicht so als vielleicht nicht ganz unwichtiger Trainingshinweis für Sie. Und jetzt reite ich aus der Strecke raus und will doch nochmal schauen, wie es mit dem Pass aussieht. Da war ich ebenso begeistert von. Vielleicht gehe ich jetzt sogar mal noch ein bisschen mehr ran. Vielleicht sogar mal ein bisschen an die Grenze ran, um zu schauen, wo die liegt. Das sah ja eben ganz hervorragend aus. So was Sicherheit anbelangt, dann hatte ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass sie mir irgendwie gleich rausspringen will. Ich war jetzt eben direkt darauf eingegangen, im Pass loszureiten, weil sie das einfach so angeboten hat. Und ich natürlich sehr unsicher war, wie das alles so funktioniert. Jetzt weiß ich ja wieder, dass es eigentlich eher sehr gut geht. Jetzt werde ich auch versuchen, sie eine Strecke galoppieren zu lassen und dann zu schauen, ob ich sie aus dem Galopp heraus legen kann und dann auch mal schauen, wie viel ich dann zulegen kann. Das ist auf jeden Fall jetzt mal mein Plan. Ob der denn klappt, werden wir sehen. Wichtig ist jetzt, wenn ich jetzt hier rumkomme, dass in dem Moment, wo ich gleich abwende, direkt den Zügel locker lasse, vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen Ruhe reinbringe, selber einmal tief durchschnaufe, die Hand ganz vorne habe, jetzt drehe ich rum und lasse sie. Egal was passiert, ich lasse sie. Nehmen Sie auf. Ja, zu viel aufgenommen. Das war mein Fehler. Ups, kann man ja vielleicht korrigieren. Da war ich mit der Hand vielleicht noch etwas zu früh, auf jeden Fall aber zu viel rangegangen, sodass sie mir direkt aus dem Galopp zu sehr in den Pass reinkam und dann ins Wechseln reinkam. Also soweit möglich versuche ich mal beim nächsten Mal, sie eher was länger galoppieren zu lassen und noch vorsichtiger ranzugehen. Hier erstmal wieder halten, einmal durchschnaufen lassen. Umdrehen, die Hand weglassen, länger galoppieren lassen, vorsichtig aufnehmen. Jawohl, hat geklappt. Und jetzt treibe ich mal raus
Wunderbar, hervorragend. Lässt sie sich zurücknehmen. Ja, das war ganz toll gewesen. Oh. Und was ich immer gerne mache, bei den Rennpassern, wenn sie so, wie sie so gut gelaufen sind, dass ich dann am Ende der Strecke einfach anhalte, absitze und das Reiten beende, um nach so einer super tollen Leistung wie gerade eben, dann dem Pferd auch versuchen deutlich zu machen, dass das so toll war, dass danach auch direkt Schluss und Ende ist. Ja, das war eine wunderschöne Sache gewesen. Sehr interessante Lektion, auch für mich. Vielleicht auch für die Zuschauer. Zu sehen, dass wie bei dem einen Mal, wo das schief ging, selbst bei so minimalen Annehmen, das schon zu viel sein kann. Und man trotz der Hektik, die beim Galopp- und Rennpassreiten besteht, ganz leicht, dass man da trotzdem noch ganz ruhig und ganz cool bleibt und ganz sauber überlegt, was man machen muss. Und dann kommt man ja sehen, dann hat es auch entsprechend funktioniert. Ja, dass sie ein super Pferd ist für Passprüfungen, ich glaube, das hat man sehr, sehr gut gesehen. Dass man jetzt erstmal wieder keinen Pass mehr reitet, denke ich mir, ist selbstverständlich. Das war hochinteressant, das jetzt mal zu machen. Man weiß, man hat das. Die Qualität im Rennpass, die nimmt einem keiner mehr. Die ist einfach vorhanden. Und was man jetzt machen muss, ist ganz in Ruhe das Pferd allmählich wieder mehr auf Kondition bringen, schlank machen und dann vielleicht fürs nächste Frühjahr einen richtig Top-Fünfgänger da zu haben. Oder sich zu entscheiden, sie weiter in die Zucht zu nehmen. Das muss man dann eben sehen. Wobei man auch nicht unerwähnt lassen soll, dass dieses Pferd für den Reiter, der Spaß an viel Temperament hat, auch ein super tolles Freizeitpferd ist. Auch der Reiter, der nicht jetzt unbedingt Turniere reiten möchte, der kann mit diesem Pferd ganz tolles Gelände reiten, hat einen immer sprudelnden, fleißigen Tölter unter sich, den er vielleicht ab und zu mal im Rennpass reitet, wenn er daran Spaß hat und das kann. Und ansonsten ein tolles, temperamentvolles, aber nicht verrücktes Freizeitpferd hat. Und obendrein, wie man ja auch sieht, ein eher sehr stabiles Pferd, was es auch einen eher stärkeren, größeren Erwachsenen gut tragen kann.